Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und der heutige Park, der kommt von Time to Tell. Er hat das Ganze per E-Mail eingesendet und hat auch einen kurzen Text dazu geschrieben. Nämlich schreibt er: Hi Dandy, ich habe hier einen Park für dich. Wie der Name der Datei schon aussagt, liegt der Park auf der Anfangsinsel Isla Matanceros, da ich eine Herausforderung gesucht habe, so viele Dinos wie möglich auf der kleinen Map zu behausen. Leider war die Insel schon vor Claires DLC fertig, weshalb ich sie danach etwas umbauen und anpassen musste. Und um das stressfrei hinzukriegen, musste ich alle meine ursprünglichen Dinos, welche alle einen eigenen Namen hatten, verkaufen und danach neu züchten. Ja, das ist natürlich schade, aber halb so wild. Die Namen sind jetzt nicht überlebenswichtig. Allerdings hatte ich noch keine Zeit, ihnen wieder Namen zu geben. Okay, macht nichts. Beim Laden der Datei startest du auf Isla Muerta, was aber beabsichtigt ist, damit du beim Laden von Isla Matanceros den Kameraflug über die Insel bekommst. Das werden wir sowieso machen, das werde ich jetzt immer so machen. Ich hoffe, du hast Spaß an der Insel. Das hoffe ich auch. Und dann hat er geschrieben: Time to Tell. PS, mein Name wird Time to Tell ausgesprochen. Ja gut, habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt in deinen Park. Isla Matanceros, 200 Meilen westlich von Costa Rica. Da sind wir. Im Park von Time to Tell. Oh, das sieht schon mal sehr schön aus. Weiß nicht, ob die Sonne gerade auf oder untergeht. Ich hoffe, sie geht auf. Damit wir das Ganze bei Tag. Oh, wie schön das hier aussieht, das Wasser, ne? Mit den Sonnenstrahlen. Das sieht mega schön aus gerade. Richtig nice aus. Okay, Leute, wir gehen natürlich zum Eingangsbereich. Oh, der ist sogar hier vorne. Isla Matanceros. Oh, warum zoome ich denn so raus? Das war irgendwie automatisch. So, wie heißt denn der Park überhaupt? Wahrscheinlich einfach Isla Matanceros, oder? Oder Matanceros. So heißt zumindest das Loading-File, also das Save-File. Wir kommen hier direkt auf jeden Fall rein in den Park und bekommen hier erstmal Galerie 1.1 zu Gesicht. Da schauen wir doch mal direkt durch. Und da sehen wir ganz tolle Anfangsdinos. Edmontos sehe ich. Dann sehe ich Oloro Titans. Koritos sind das da, glaube ich, im Hintergrund. Also richtig cool. Das sind Oloro Titans. Wir haben auch alle sehr tolle Skins und Farben. Mega, mega nice. Sieht richtig schön aus bei dem Sonnenaufuntergang. Ich weiß es nicht. Ich hoffe wirklich, dass sie aufgeht. Das ist halt mega dieser riesen Berg im Weg. Finde ich aber nice auf der Insel hier. Ich kann immer nur sagen, ich finde es schade, dass man nicht selber solche steilen Berge bauen kann. Wenn ihr euch den mal anschaut, wie steil der ist. Schon nice, ne? Stellt euch mal vor, man könnte solche Klippen und Berge hier bauen in Jurassic World Evolution. Das würde schon viel ausmachen, ne? Da könnte man richtig geile Vulkane bauen, so richtig geile Schluchten. Stellt euch mal vor, hier auf dieser Seite so eine Schlucht und hier auf dieser. Und dann führt hier so ein Weg oder so durch. Würde so cool aussehen. Aber geht leider alles nicht. So, die Tour oder die Einschienenbahn, die fahren wir natürlich wieder nicht. Machen wir irgendwie nie. Dauert halt sehr lange. Wie gesagt, Namen brauchen wir, glaube ich, gar nicht gucken jetzt, ne? Nee. Okay, wir fliegen einfach so durch den Park. Hier links haben wir einen Notfallbunker. Kann natürlich nicht schaden. Und dann haben wir hier schon direkt Galerie 1.2. Oh mein Gott. Also wenn das nicht mal ein bombastischer Ausblick ist auf die Dinosaurier, dann weiß ich auch nicht. Also richtig awesome. Schaut euch das mal an, wie viele Dinos man hier sieht. Paras, Koritos, Uluru Titan. Und was weiß ich nicht alles. Irgendwas vergesse ich hier schon wieder. Wie heißen die denn hier? Centauro, genau. Den Namen vergesse ich irgendwie immer. Ah, da fährt auch noch eine Jurassic Tour durch. Wie cool ist das denn? Boah, da fahren wir auch gleich noch mit. Da freue ich mich schon drauf. Bin ich ja mal gespannt, wie viele Dinos du hier untergebracht hast auf dieser Mini-Insel. Ja, wir biegen mal ganz kurz hier links ab. Ist, glaube ich, aber ein Industrieweg, weil der auch eine andere Farbe hat. Boah, mega cool, wie du den hier hochschlängelst. Extra so hochgeschlängelt, damit es nicht zu steil ist. Coole Idee. Dann hast du hier einmal Nördhimmel. Okay. Oh, hier ist sogar gar nicht nur Industrie. Hier ist sogar noch was anderes. Nördhimmel ist ein Wissenschaftszentrum. So, dann haben wir hier eine Bergbar. Teddy Ratops. Ja, das bleibt leider nicht aus, diese Aufträge, weil wir hier nicht im Sandbox sind. Teddy Ratops. Hotel Bergblick. Ah, weil man die Berge sehen kann. Okay, macht Sinn. Ja, Gehege kann man leider nur in dieses gucken, aber da sieht man gerade nicht viel. Da ist aber ein Stromzaun. Das heißt, glaube ich, dass da ein
Fleischfresser zu finden ist. So, gehen wir wieder raus. Jurassic Fried Dino. Ja, ich hoffe nicht, dass es hier Dino Wings gibt. Das wäre nicht so cool. So, geniale Geschenke. Also eins hätte ich gern. Ah, dieser Shop, der erinnert mich immer an Minecraft. Den haben wir schon nachgebaut. Finde ich auch, ist echt cool geworden. So, Ground Paleo Feeder. Ach, was? Ach so. Galerie 2.2. Ich habe gerade da durchgeaimt auf den hier. War richtig strange. Was sehen wir denn hier? Och, auch so eine schöne Aussicht. Oh mein Gott. Also das mit den Aussichten, das hast du ja mal richtig gut hinbekommen. Es ist so schöne Aussicht schon wieder. Die ganzen Diplos. Und man kann einfach dann noch so nach unten gucken da, auf die ganzen anderen Dinos. Mamenchis sehe ich. Kamaras sehe ich. Gallimimus oder Struthiomimus, ich kann es nicht erkennen. Weil es so weit weg ist. Aber es sieht so cool aus. Und auch mit der Sonne und sowas. Also sieht mega nice aus. Richtig, richtig gut. Ist echt viel Mühe bestimmt mitgegeben. Jetzt hier hoch haben wir hier nochmal einen Notfallbunkerberg. Galerie 2.3. Hat hier auch eine tolle Aussicht. Also mega, mega gut. Allein schon, dass die hier so erhöht sind, die Galerien, das macht schon viel aus. So, hier merkt man, dass du Platzmangel hattest. Richtig schön steiler Weg, aber ist ja nicht schlimm. Wir gehen weiter. Ja, das Schwere ist natürlich, wenn es kein Sandbox ist, man muss auch immer noch Strom und Kraftwerke bauen. Sehen wir gleich da hinten. Das macht es alles noch nicht viel einfacher. Nächste Galerie. Oh, hier gibt es ein Ausbrüt-Labor, hier ein Entwicklungslabor. Und da hinten sehen wir die ganzen Topse, so nenne ich sie ja immer. Hm, ansonsten sehen wir ja gerade nicht viel. Sieht aber cool aus hier, wenn wir da gleich durchfahren. Also guckt euch mal die Gestaltung an, wie cool das hier aussieht. Also der Weg führt hier durch und hier so Berge, Klippen. Und auch richtig cool hier mit diesem Berg so gearbeitet. Schon mega nice. Stellt euch mal vor, man könnte solche Berge bauen. Das wird so viel ausmachen. Ja, sehr, sehr gut gemacht. So, dann haben wir hier Kraftwerke. Ja, das ist ja weniger spannend. Badass Zone. Genau. Brutstation Hammond. Und ja, wir gehen mal weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser kleine graue Weg uns zu so vielen Sachen führt. Hier haben wir die nächste Galerie. Oh ja, da sehen wir das Topse-Gehege. Oh, was ist da denn passiert? Ich glaube, die haben sich ein bisschen verlaufen da, die Geosphäre. Aber richtig cool. Schaut euch das an. Alles. Triceratopse, Toros sehe ich. Pentaceratopse. Also hier sind wirklich viele Topse drin. Da freue ich mich auch schon. Können wir auch gleich noch durchfahren. Gehen hier raus. Geht es hier immer noch weiter? Oh mein Gott, hier geht es auch noch da hinten lang. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück, Leute. Wir sind nämlich schon sehr hart abgeschweift. War nämlich hier schön auf dem Hauptweg. Da will ich auch wieder zurück. Ich dachte halt nur, das wäre so ein kleiner Nebenweg. Das sah halt so aus, aber... Naja. Plattform 2. Hier waren wir auch noch nicht, ne? Oder? Oh mein Gott, schon wieder so eine schöne Sicht. Also das mit den Sichten ist so gut. So, so nice. Schaut mal, wie groß der Mamenchi hier ist. Ist einfach so riesig. Dagegen ist der Brachio wirklich nix. Da sind auch noch Apatos. Ich sehe Struthiomimus da unten, Gallimimus. Sehr nice. Weiter geht's. Hier haben wir ein Tyrannosaurus-Shirt. Dino Digital und noch ein Notfallbunker. Gehen wir mal hier rechts in den Turm. Auch das hier finde ich sehr schön. Also hier ist der Hauptweg. Und das sozusagen die Schräge von dem Turm angepasst. Und dann hier mit so einer Rundung. Das finde ich, sieht sehr cool aus. Also an den Weg hast du es so angepasst. Sieht mega nice aus. Sollte ich auch öfter machen. Also richtig coole Idee. Dann schauen wir mal wieder durch. Und auch hier wieder eine Bombensicht. Also sehr nice. Also richtig gut gemacht. Mit den Sichten. So, wir gehen weiter. Wir haben nämlich doch, glaube ich, viele Touren vor uns, was Gyrosphären und Jurassic-Touren angeht. Deswegen will ich jetzt hier mich ein bisschen beeilen. Fahr- und Schießzentrale. Billy Yoda, Silly Yoda und Thrilly Yoda. Okay. Hier links haben wir das nächste. Auch hier ist es wieder mit der Schräge gut angepasst. Und auch wieder hier eine Bombensicht. Also man kann halt das gesamte Gehege sehen. Hier sind zwei Albertus drin. Und noch andere Dinos. Nämlich Dilos sind das, ne? Ja. Cool. Boah. Wenn ich gleich niesen muss oder ein Cut kommt, dann wisst ihr Bescheid. Hat irgendwie Niesen an der Nase, aber er will nicht. Technisches Labor. Brachio, okay. Wo ist die Station? Und dann haben wir hier ein Innovationszentrum, umgeben mit drei Hotels. Sieht auch nice aus.
Wo sind denn die ganzen Stationen hier für die Fahrten? Ich will Fahrten erleben. So, Glaskegel. Okay, jetzt weiß ich das Ganze. Das erste Hotel, Brachio Hotel. Schauen wir hier mal in die Sicht. Oh, kann man leider gerade nicht viel sehen. Wäre aber auch nicht schlimm. Ich meine, du hast ja so eine gute Sicht überall. So, hier gibt es noch mehr. Hier ist das Hotel Rex. Kann man leider auch nicht viel erkennen. So, und next haben wir Hotel Ankilo. Ja, da könnte man sogar, da sieht man sogar den einen oder anderen Dino. Die ganzen Langhälse sieht man so durch die Baumkronen schimmern. So, okay. Guck mal, hier ist sogar eine Galerie, die nur von dem, wenn man durch das Innovationszentrum geht, zu erreichen ist. Wie lustig. Und auch hier wieder eine Bombensicht. Ich glaube, das brauche ich gar nicht mehr ausprobieren. Also jede Galerie hat hier eine richtig gute Sicht. Nein, ich möchte nicht. Und dann kommt hier so ein Fressbudenbereich. Jurassic Bar, XXL Spielwaren, Jurassic Steakhouse, Paleo Fossilien, XXL Bekleidung. Und dann kommt hier die erste Jurassic Tour. Oh ja, da freue ich mich drauf. Da fahren wir mit. Controller wird angemacht. Und dann fahren wir mit dem Truck. Oh ja. Hier sehr schön. Also das finde ich jetzt schon mal gut. Man fängt an und sieht erstmal links nur Wald und rechts nur Zaun. Finde ich sehr cool. Dann guckt man schon mal so, oh, sieht man schon was? Und ja, versucht so durch die Bäume zu schauen, wie hier, ob man schon Dino sehen kann. Guck mal, tatsächlich, da vorne. Mega nice. So, lass mich mal vorbei, Bruder. Wir haben nämlich Vorrang. Und da sehen wir schon den Kollegen, der wird gerade von dem Schweif weggehauen. Sehr gut, die ganzen Langhälse. Aber da kommen wir gleich nochmal genauer zu. Wir fahren jetzt erstmal ins nächste Gehege. Oh, hier sind wir sogar bei dem Ausbrütgehege. Wie nice. Gute Idee. Ich hoffe, ich fahre noch richtig. Ich hoffe aber schon. Wo sind wir denn jetzt? Ah, jetzt sind wir in dem Gehege, was wir am Anfang gesehen haben. Das erste. Wo ich mich schon gefreut habe, durchzufahren. Ist auch toll mit den Gräsern und Steinen und so gearbeitet, finde ich. Ja, diese Dinosaurier. Ich weiß gar nicht, wie nennt man die Art. Aber ihr wisst, was ich meine. So Edmonton-Style-mäßig, die Dinos. Die haben alle so schöne Skins immer, ne? Man schaut euch das mal... Hallo. Ja, du musst deine Wut ja nicht an mir auslassen. Ne, die haben alle so schöne Skins und Farben. Sieht jetzt, glaube ich, Centaurus. Richtig cool. Also, holen mal. Voll ausgebremst, den Arm. Ja, die Gehegegestaltung ist wirklich richtig gut. Ist ja auch nichts zu steil hier. Dann die Klippen. Mit dem Gras, Gräsern und sowas. Echt gut gearbeitet. Wie viele Dinos hier sind. Das ist gerade ein Traum. Das ist so schön. Das ist wirklich so schön. Der Para hier am Schrein. Da wäre ich jetzt gerne in echt, in dem Jeep. Auch wenn das ein bisschen gruselig wäre, aber trotzdem. Es ist einfach so schön. Hat der Jeep oder der Truck hier gar keine Scheibenwischer? Oh, der Kollege wird auch wieder weggeschoben. Oh! Vollbremsung. Der Edmonton will uns nicht durchlassen. Kommt mega der Regen. Gott sei Dank sitzen wir im Fahrerhaus. Nicht hinten drin. Guck mal, wie nass die sind. Die Gäste. Die sind einfach nur noch am Glänzen. Gut, dass ich der Fahrer bin. Ja, Jungs, ich würde gerne durch. Ich versuche mir mal links vorbeizuschauen. Ich komme da nicht vorbei. Ich kann auch nicht nach hinten fahren gerade. Warum auch immer. Ah, weil der Kollege mir auf die Pelle rückt. Oh, jetzt geht's. Okay. Sehr schön. Auch hier, wie man einfach durch das Wasser fährt. Mega cool. Oh, die stellen sich sogar alle unter. Ey, ist das gewollt? Guck mal. Die haben sich alle unter den großen Baum gestellt. War das schon immer so cool?
das Dinosaurierverhalten? Ist ja mega awesome. Oder ist das jetzt Zufall gewesen? Die haben sich wirklich alle unter den großen Baum gestellt. Um sich zu schützen vor dem Regen. Ich glaube, das war Zufall, oder? Das habe ich noch nie beobachtet. Ach, ein richtig tolles Gehege. Könnte ich den ganzen Tag drin verbringen. Aber wir haben noch viele Parks zu bewerten, deswegen können wir leider hier nicht den ganzen Tag bleiben. Ich hoffe, ich habe mich jetzt echt nicht verfahren hier. Ja, passt aber. Nächstes Gehege. Beziehungsweise in dem waren wir schon. Jetzt können wir die Nummer genauer uns angucken. Dieser rote Boden. Es ist immer sehr schwer, die zu beobachten, weil die so groß sind. Oh, der Kollege ist hier gerade richtig eingeklemmt. Das wäre zum Beispiel eine Situation, wo ich echt richtig Angst hätte. Wenn ich da vorne jetzt stehen würde, wo er steht. Kommt aber auch nicht durch, ne? Rechts ist Weg blockiert, links. Ich könnte höchstens hier rechts vorbeifahren. Fahren wir vorbei. Oh, das will ich. Das muss sein, Leute. Einmal unten durch. Das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Dafür machen wir auch gerne einen Abstecher hier durchs Wasser. Schiebt sie uns weg, wenn ich mich davor stelle? Okay, aber wir fliegen nicht wirklich. Oh, hier sind noch Deinonychus. Schaut mal. Was sind hier gerade Ziegen? Deinonychus finde ich auch cool. Und da sind Suchos. Oh mein Gott. Hier ist ja richtig viel drin. Das habe ich gar nicht gesehen vorhin. Dann fahren wir die Strecke weiter, weil die ist wirklich schön gemacht. Dieses Geschlängel durchs Wasser finde ich auch so nice, ne? Das ist der nächste Deinonychus. Der hat auch so tolle Skins. Der Suchomimus auch. Der hat auch tolle Skins. Ich glaube, der hat nicht so viel Lust auf uns. Schreit uns auf jeden Fall an. So, weiter geht's. Hier sehen wir wieder Deinonychus. Auch wieder am Futtern. Jungs. Und das war's mit der Fahrt. Okay. Coole Jurassic Tour. Hat Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht. Oh, schön, dass ihr gewartet habt, bis ich fertig bin. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt lang? Wo kommen wir denn her? Wir kommen hierher, ne? Ich will hier halt nichts übersehen. Ich glaube, ich gehe aber erstmal hier in diese Ecke. Ich glaube schon, ja. Wir gehen erstmal hier lang, weil hier waren wir schon. Oh, hier ist schon die nächste Jurassic Tour. Oder Gyrosphären-Tour. Da bin ich auch dabei. Fahren wir mit. Wenn bei uns. Guck mal, wie es hier steil runtergeht. Was sieht man denn da? Ist ja ultra geil, dass man hier so direkt Ryan Rexy sieht. Die machen gerade Machtkampf. Richtig cool. Oh, ich rutsch runter. Nicht gut. Oh, da ist auch ein Dino. Was ist er denn her? Eieiei. Hier sind voll viele Dinos auf einmal. Ganz viele Velos. Das ist jetzt ein Problem. Ich schlänge mich mal. Kämpfen die? Ich dachte gerade, die haben sich wirklich gebissen. Ich würde gerne durch, Jungs. Versuche mich mal vorbei. Au! Vorbei zu schlängeln. Ich komme da nicht vorbei. Okay, jetzt. Ganz viele Velos auf jeden Fall hier am Start. Also die Gehegegestaltung und die Fahrten und so sind mega nice in deinem Park. Allein schon, wie das hier aussieht, mit der Galerie hier rechts. So cool aus. Hi, Raptor.
Das ist Brachios, ne? Die sind aber echt schwer zu beobachten. Ich würde gerne weiter links gucken. Oder trinkt er gerade? Falls die FPS hier so ein bisschen runtergehen, dann tut es mir leid, Leute. Ist leider bei Jurassic World Evolution manchmal so. Boah, ich rutsche hier auch gerade so hart runter. Fahren weiter. Aber der Park hatte da auch sehr viele Dinos auf engstem Raum. Daran liegt das auch so ein bisschen. Das nochmal ein Brachio. Und dann sind hier auch noch Rexys drin. Also die, das ist halt richtig geile Mischgehege auch gebaut. Ist aber halt... Oh. Niedrige Gesundheit. Oha. What's happening? Kämpft da irgendwas gegeneinander? Aber Rexy. Er hat mich halt direkt mega angeguckt. Ich bin nur eine Kugel, die dich beobachtet. Er läuft erstmal durch den Hals durch von dem Brachio. Richtig cool. Okay, nice. Weiter geht's. Frag mich ja, wer niedrige Gesundheit hat. Und warum? Gucken wir gleich, wenn wir die Fahrt zu Ende haben. Ich glaube, wir haben es jetzt. Jo, das war's mit der Fahrt. Dann schauen wir mal eben. So, wer hat denn jetzt hier niedrige Gesundheit? Und Deinonychus, aber warum? Ich habe kein Futter gefunden. Na gut, das können wir jetzt nicht ändern. Wer ist da selber schuld? Phänomenale Geschenke, Jurassic Fried Dino, da waren wir schon, ne? Hinten waren wir allgemein schon. Okay, dann haben wir dieses Stück schon mal abgearbeitet. Hier kommen wir her aus der Richtung, ne? Das heißt, wir müssen jetzt nur diesen Gang hier gehen. Dann sollten wir eigentlich nichts verpassen. Da waren wir auch schon. Emergency Shelter. Finde ich auch cool, dass du hier wieder einen Höhenunterschied eingebaut hast. Und dann geht es hier direkt in die nächste Galerie. Galerie 5. Da waren wir auch schon drin, ne? Mit der Jurassic Tour. Aber nochmal wieder eine sehr schöne Sicht hier. Kann man nicht anders sagen. So. Haben wir hier Ausgrabungszentrum. DNA-Extraktion. Am Rand geht es auch nochmal lang. Hier ist auch nochmal eine Galerie. Auch hier wieder eine wundervolle Sicht, ne? Da sind wir gerade durchgefahren. So nice aus. Ja, richtig schön. Also das mit den Aussichten hast du so gut gemacht. Du hast aber auch deine Gehege immer so aufgebaut. Von oben nach unten und oben dann immer die Galerien. Das finde ich mega cool. Das ist echt schwierig gewesen, glaube ich. Also ich glaube, das war viel, viel Arbeit. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir noch was verpasst haben. Gehen wir hier am Rand nochmal entlang. Ich glaube, wir haben fast alles gesehen, ne? Kann das sein? Hier geht es nur zu der Brutstation. Schauen wir eben von oben. Also das Gehege haben wir gesehen. Das Gehege auch, ne? Ich hoffe. Echt, wir haben nichts verpasst. Waren wir hier drin? Warte mal. Nee. Hier sind wir noch nicht durchgefahren mit der Gyrosphäre, ne? Irgendeine Gyrosphärenstation fehlt uns noch, Leute. Bin mir ziemlich sicher. Jurassic Tour 2.3. Oh mein Gott, was fehlt uns denn? Ich glaube, es könnte echt... Ist doch eine Gyrosphärenfahrt. Fängt die an? Also entweder habe ich mich vorhin verfahren. Kann das sein, dass ich mich irgendwie verfahren habe? Oder sind wir hier durchgefahren? Bei den Topsen sind wir doch nicht durchgefahren, oder? Fährt auch eine Jurassic Tour und eine Gyrosphärenfahrt durch. Also irgendwas habe ich falsch gemacht, glaube ich. Oder ich habe Gedächtnislücken. Okay. Ich fahre nochmal sicherheitshalber mit der Jurassic Tour. Hiermit sind wir noch nicht gefahren, ne? Oder? Nee, ich glaube nicht. Sorry, Leute. Falls ich irgendwas übersehe, ist eine Absicht. Oder falls ich jetzt irgendwas doppelt fahre. Nee, aber hiermit sind wir noch nicht gefahren. Da bin ich mir sicher. Hat es so viele tolle Touren und Gehege. Kommt man nicht schon durcheinander. Ich bin aber auch deinen Park ein bisschen verwirrt durchgelaufen, muss man sagen. So wie ich in echt durch den Freizeitpark laufe. Ohne System und Verstand einfach irgendwo hinlaufen. Was man im Kopf nicht hat, hat man in den Beinen, oder wie sagt man? Ey, Jungs, ich muss hier durch. Sonst mache ich Fried Chicken Dinos aus euch.
Weiß nicht, waren wir hier schon drin? Ich glaube nicht, ne? Ne, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier noch nicht drin waren. Fährt halt auch noch eine Gyrosphäre durch. Aber hier, die Strecken sind auch verwirrend, ne? Es kann gut sein, dass ich da falsch abgebogen bin oder so. Oh. Wir haben gleich begrüßt. Aber hier waren wir doch noch nicht, ne? Schade, ich dachte, ich kann ihn wegrammen. Autofußball oder wie das heißt. Ich fahre jetzt einfach mal so durch das Gehege. Ja, wir müssen jetzt ja nicht die ganze Tour hier fahren. Oh. Sehr interesting. Gucke ich mir gerne an. Ist auch einer meiner Lieblinge von Jurassic World Evolution, der Penta. Mega nice aus. Bin im Weg. Bleib stehen. Hab Respekt vor mir. Das interessiert ihn halt gar nicht. Guck mal, ob wir gleich fliegen. Bis jetzt schiebt er uns nur. Oh Gott, jetzt hänge ich komplett fest. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Au. Okay, wir sollten jetzt hier nicht mehr so eine Faxe machen. Ich weiß jetzt nicht, wie das lang das Video schon ist. Aber ich habe mich sowieso komplett verfahren und verlaufen, muss ich sagen. Aber schön, dass wir jetzt nochmal hier drin waren, in dem Hops-Gehege. Ich bin mir sicher, dass wir hier noch nicht waren. Aber ich habe mich auch zu 100% schon verfahren. Und die eine Gyrosphären-Tour habe ich, glaube ich, auch nicht gemacht. Aber ist jetzt alles halb so wild. Ich denke mal, wir haben eigentlich alles aus dem Park gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher. Oh, das ist hier diese Stelle, die ich vorhin so schön fand, ne? Mega nice aus. Hallo? Was machst du denn hier alleine, du Kleiner? Hm? Jetzt kommen wir nochmal zu den Riesen. Versuchen wir noch schnell durchzuschlängeln. Slalom! Oh. Sehr gut. Okay, Leute, ich glaube, das war's. So, ich glaube, wir haben nicht alles gesehen, aber ich denke mal, den Hauptteil haben wir gesehen. Und ich muss wirklich sagen, richtig schöner Park, also richtig coole Optik. Hast richtig gut mit den Erhöhungen gearbeitet, mit den Beobachtungssachen und so. Das sieht so nice aus. Man hat überall so eine gute Sicht. Und wie viele Dinos du hier in dieser, auf dieser kleinen Insel untergebracht hast, schaut euch das mal an. Das ist wirklich awesome. Also dafür wirklich, lasst einen Daumen hoch da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und schreibt in die Kommentare, wie ihr den Park findet. Also ich finde ihn mega nice. Hast du richtig gut gemacht. Vielen Dank fürs Einsenden. Und falls ihr mal einen Park einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung steht alles drin, wie das Ganze geht. Ihr müsst nur bedenken, es dauert ein bisschen, bis eure Parks rankommen, weil dieser Park war, glaube ich, vom 9.8., das heißt über einen Monat her, und ich habe noch einige Parks in meinem E-Mail-Postfach. Die werde ich jetzt aber nach und nach alle abarbeiten. Aber falls ihr einen neuen Park einschickt, müsst ihr ein bisschen Wartezeit mitbringen, also das müsst ihr bedenken. Aber ihr kommt auf jeden Fall dran, das verspreche ich euch. Ja, ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.